Habt Spaß, Jungs. Alles klar, Mrs. P. Ich werde schauen, dass ich dem Kleinen nicht alles abzwacke. Was geht, Jungs? Denkt ihr, ihr habt heute mehr Glück? Glück hat nichts damit zu tun. Du bist einfach ein schrecklicher Pokerspieler. Ich hab doch neulich von dem neuen Kollegen auf der Arbeit erzählt. Sein Name ist Yugi. Yugi war dein Name? Nun, ich bin Chuck und das ist Dan. Sag Hallo, Dan. Ist das etwa ein Gürtel an deinem Hals? Ja, ist es. Und das hier ist mein Millenniums-Puzzle. Er ist von außerhalb. Wie auch immer. Spielst du Poker, Yugi? Ich liebe Karten. Mein Großvater sagte mir einst, ich soll immer auf das Herz der Karten vertrauen. Was soll ich sagen? Der Junge liebt Karten. Wir spielen Five Card Draw. Einäugige Buben sind Joker, okay? Hört sich gut Kein an. Problem. Hervorragend! Willst du deine Karten nicht prüfen, Yugi? Dafür gibt es keinen Grund. Okay. Wie sieht es bei euch aus? Ich nehme 2. Ich nehme 4. Nun, ich erhöhe auf $2, Jungs. Bin raus. War klar. Chuck? Ist mir etwas zu viel. Wie sieht's mit dir aus, Yugi? Steigst du aus und tust es ihnen gleich? Irgendwas gefällt mir an seinem Lächeln nicht. Er könnte alles auf der Hand haben. Du musst an dich glauben, Yugi. Wenn du an dich glaubst, werden die Karten deinem Weg folgen. Ich schwöre, auf der Arbeit macht er sowas nicht. Meine Freunde glauben an mich. Ich pack das. Diese Runde ist noch nicht vorbei, Dave. Zeig deine Karten. Heul aber nicht direkt los. Ein Achterpärchen über 3. Nicht so schnell. Deine Überheblichkeit ist ein Untergang. Deine 2 Paare mögen beeindruckend sein, doch wirst du merken, dass mehr als das nötig ist, um einen Gegner zu besiegen, welcher ein reines Herz besitzt. Denn das Mächtigste dieser Welt ist Freundschaft. Also erlaube mir, dir 3 meiner ältesten Freunde vorzustellen. Die 3 Buben. Was verfickt passiert hier? Und jetzt, meine Buben, zieht eure Waffen und zerstört seine Pärchen der 8! Wie es aussieht, bin ich dran. Und wenn keine Einwände bestehen sollten, nutzen wir mein persönliches Deck. Was ist gerade passiert? Und da meine Buben diesen mickrigen Tisch zerstört haben, wird ein neues Spielfeld benötigt. Was ist es nur mit dir und Gürteln? Was zur Hölle? Ich sehe aus wie ein nobler Pirat. Könnte schlimmer sein, Kumpel. Schau dir Dan an. Ich mag's, um ehrlich zu sein. Eine Menge Lila. Wenn ihr dann also soweit seid. Oh, sicher. 2 Karten sind alles, was ich benötige, um euch Narren zu besiegen. Ich nehme auch 2 Karten, ihr Schwanzlutscher. Was, zu viel? Ich hab dich genau da, wo ich dich haben will. Ach, wen verarsche ich hier? Gib mir 4. Wie ihr meint. Ich werde nur eine Karte ziehen und nun gehe ich all in! Call! Es wird unmöglich für euch sein, mich zu besiegen, denn ich bin für euch sicher in meinem Full House! Das denkst du jedenfalls. Schauen wir mal, wie dir meine Herz 8 gefällt. Holt ihn euch! Versager! Nichts kann mich hier besiegen. Alter, ich hab was davon in den Mund bekommen. Erbärmlich. Lasst mich euch zeigen, wie ein echter Kartenspieler das handhabt. Ich rufe dich, mein Vierling! Oh! Schick. Wirklich hübsch. Er zittert vor Angst, Chuck, wenn ich dein Full House in ein Haus voller Blut verwandle. Komm schon, Alter. Es ist doch nur ein Bier. Haha, jetzt verstehe ich. Ein Full House voll von Chucks Blut. Der war gar nicht schlecht, Dave. Ich glaube, ich habe mich eingepisst. Nichts kann mich jetzt noch besiegen. Ich habe eure erbärmlichen Pläne durchschaut und eure traurigen Handkarten zerstört. Erzittere vor mir, Yugi. Ich werde dich auslöschen und im Anschluss gehören deine $15 mir. In einer Sache magst du recht haben, Dave. Meine Hand kann den gewaltigen Angriffen deiner Ritter nichts entgegensetzen.
Ein paar? Die Mühe lohnt sich kaum, um dich zu zermalmen, doch ich werde es trotzdem tun. Mach dich bereit, vernichtet zu werden, Yugi, wenn die geballte Macht meiner Ritter auf dich zustürmt und ich dieses Spiel gewinne. Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Es mag deiner Aufmerksamkeit entgangen sein, aber wenn du genau hinsiehst, wird dir etwas an meinem Buben auffallen. Oh! Du siehst richtig. Er hat nur ein Auge! Oh! Erinnerst du dich? Chuck sagte zu Anfang des Spiels, dass einäugige Buben Joker wären. Ist es nicht so, Chuck? Kann mich jemand ins Krankenhaus bringen? Was heißt, dass er die Form einer beliebigen Karte aus dem Deck annehmen kann? Und ich wähle meine Lieblingskarte, den König des Kreuzes! Nein! Das ist nicht möglich! Das war noch längst nicht alles! Da meine Karten jetzt alle den gleichen Typ besitzen, kann ich sie kombinieren und den unaufhaltsamen Royal Straight Flush beschwören! Royal Straight Flush, vernichte ihn! Nein! Was um alles in der Welt geht da unten vor? Wir spielen nur Karten, Mrs. P. Chucky? Ihr macht da besser keine Unordnung, sonst bekommst du großen Ärger. Okay, Mom. Warum ist hier ein riesiger Schwellkörper in meiner Küche? Chucky!